Vergleich zum Eistanzen werden beim Paarlaufen die Hebungen über Kopf gehoben. Und das, was ihr hier auf diesem Video seht, ist ein Achsellasso. Das bekommt seinen Namen daher, dass beide Partner nach vorwärts laufen und die Partnerin von vorwärts abspringt während des Aufgangs. Der Name Lasso kommt auch davon, dass das Mädchen wie beim Lassoschwung um den Partner herum, um den Kopf vom Partner herum schwingt. Für den Herrn ist sehr wichtig, dass die Damen gespannt sind oben, gute Grundspannung haben im Körper. Für den Mann ist sehr wichtig, dass er gut die Schritte setzt und sicher die Hebung zum Ende bringen kann. Hier sehen wir eine Todesspirale. Das ist ein Drehelement im Paarlaufen, wo der Mann im Zirkel steht und die Frau um ihn herum mit Fliehkraft Drehung erzeugt. Hier im Video sehen wir die Vorwärts-Einwärts-Todesspirale. Je nachdem, auf welcher Kante die Frau läuft und ob sie nach vorwärts oder rückwärts läuft. Die Todesspirale ist sehr schwer zu erlernen für die Frauen, weil das einfach eine extrem unnatürliche Bewegung ist, die der Körper erlernen muss. Das wohl anspruchsvollste Element im Paarlaufen ist der Twist. Dabei wird die Frau vom Mann nach oben geworfen, dreht sich und wird dann vom Mann wieder gefangen.